Hi. Hi. Wusstest du, dass wir einen Becher Hüttenkäse haben, der im Januar 97 abgelaufen ist? Sehe ich aus wie jemand, der scharf auf Hüttenkäse ist? Du hast recht. Ich sag dir, nichts ist besser als ein freier Montag. Ich hatte einen Moment Panik, als ich aufwachte und dachte, ich muss zur Arbeit. Aber dann sagte ich, nein, heute nicht, liebe Leute. Ich kann den ganzen Tag hier liegen und mich kratzen und herumfummeln. Ist dir eigentlich klar, dass Menschen gestorben sind für diesen Feiertag? Und ich bin Ihnen dankbar dafür, sonst müsste ich auf irgendeinem Schlachtfeld herumfummeln. Putzt du oder was ist das? Ja, das kann ich so gut wie kochen. Nein, etwas besser. Ist das wirklich nötig? Ich bitte dich, die Küche ist vollgestopft mit Krempel. Ich meine, guck dir das an. Brauchen wir wirklich 800 Paar Essstäbchen? Sieht aus, als wäre das eine Lebensaufgabe. Soll ich dir helfen? Ich krieg's schon hin. Ehrlich? Ganz sicher. Sonst würde ich dir liebend gern helfen. Doug, was hättest du getan, wenn ich gesagt hätte, ja, hilf mir beim Putzen der Küche? Ich wäre weggerannt. Das musst du nicht. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich hatte sowieso vor, Richie zu treffen. Oh, wie geht's ihm denn so? Seit die Scheidung durch ist, nicht so besonders, glaube ich. Und deswegen dachte ich, wenn ich mit ihm den Tag verbringe, kann ich ihm vielleicht einen Schubs geben, damit er aus dem Loch wieder rauskommt. Das ist nett von dir, Schatz. Ich finde, das gehört sich unter Freunden. Hey, hier ist es ja, das Pulver, das Fett in Muskeln umwandelt. Jetzt wird mir so einiges klar. Na, dann fang doch an, es zu nehmen. Nein, der Zug ist abgefahren. Und, hast du was gefunden, was wir sehen können? Nein, das Tagesprogramm ist ja furchtbar. Oder stehst du etwa auf so einen Kitsch wie So, wie wir waren im Romantikkanal? Läuft das? Willst du es sehen? Du denn? Nein, das muss man nicht. Oh, da, Classic Sports bringt das sechste Spiel der World Series, die 86er Mets. Okay, Baby, wir sind dabei. Los geht's. Oh, warte, warte, es fängt erst um 4 Uhr an. Wie spät ist es? 9:45. Was machen wir denn bis dahin? Ich weiß auch nicht. Wir könnten uns unterhalten. Klar. Und wie geht's dir so? Wie fühlst du dich nach dieser Scheidungsgeschichte? Na ja, ich glaube ganz gut. Du weißt ja, wie das ist. Oh ja, das ist... Das ist so eine Sache. Und was kann da einer tun? Nichts. Ich meine, es ist, wie es ist. Ja, genau so ist es. Du kannst nur... Hast du recht. Und das ist doch der Punkt, nicht? Mann, absolut, ja. Doug, Telefon! Merkt ihr, wo wir stehen geblieben sind? Hallo? Wer? Bitte, ich kann nichts... Eine Sekunde, ja? Schatz, kannst du mal kurz... Dann gehe ich eben ins Wohnzimmer. Oh, hallo Kleines. Was machst du an einem Montag zu Hause? Heute ist Feiertag. Ehrlich? Mhm. Das ist gut. Endlich mal eine Pause von dem ständigen Stress. Was machst du hier? Ich mach die Küche sauber, Daddy. Hey, du schmeißt doch nicht all die Gummibänder weg. Die sind alle kaputt, Dad. Ja, und? Dann knotest du die Enden aneinander und sie sind so gut wie neu, Mrs. Rockefeller. Ja, jetzt kann ich meinen freien Tag wohl vergessen. Ich brauche 2 Minuten Zeit, um das zu klären. Ich rufe dich dann zurück, okay? Bis gleich. Wer war das? Das war Ray Barone. Er fragt, ob seine Mutter ihn vorbeibringen kann. Und dann spielt ihr mit euren Legos, hä? Nein. Er soll mit ihr spazieren fahren und hat behauptet, er wollte golfen mit mir. Was meinst du dazu? Soll ich es machen? Doug, Richie sitzt in der Garage. Ich weiß, deswegen frage ich dich auch. Du wolltest den Tag mit ihm verbringen. Du darfst ihn nicht im Stich lassen. Das weiß ich. Also los, was soll ich jetzt tun? Nicht mit Ray golfen. Das ist ein Privatplatz. Der gehört irgendeinem Edelverein. Na dann spiel und frag Richie, ob er nicht vielleicht Lust hat, mit dahin Richie, zu gehen. Richie spielt kein Golf und ich höre auch schon seine blöden Sprüche. Hey Ray, alter Kumpel, Sie schreiben für eine Zeitung? Ich hätte nichts dagegen, wenn Sie mich mal mit einem von den Models auf Seite 3 zusammenbringen. Das ist überhaupt nicht meine Abteilung. Ich versuche hier abzuschlagen. Große Klasse. Und jetzt William Shatner. Ach komm, ich will Ray nicht absagen. Warum nicht? Wir haben uns erst 2-mal getroffen. Dies ist das entscheidende 3. Treffen. Wenn wir verknallt wären, hätten wir heute zum 1. Mal Sex. Aber komm mir nicht mit dem Kind nach Hause. Die Entscheidung musst du treffen. Du bist erwachsen, Doug. Ich werde spielen. Und wenn ich dafür in die Hölle komme.
Hey! Hey, und diese Fernbedienung macht einfach, was sie will. Hör zu, es ist was dazwischen gekommen, sowas wie Notfall. Der Telefonanruf? Ja, es war dieser Typ, den ich kenne, Ray Barone. Ray Barone, der Sportreporter? Ja, weißt du, er braucht meine Hilfe und zwar jetzt sofort. Tja. Was will der denn von dir? Ich weiß nicht, ich soll mit ihm irgendwo hinfahren, golfen oder so. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Du willst jetzt hier weggehen und golfen? Ich will es nicht tun, sondern ich muss es tun. Hey, wenn du statt mit mir lieber mit deinem Freund aus dem Showbiz zusammen sein willst, sag es doch Nein, einfach. Nein, so ist es doch gar nicht. Ich verzieh Mann, mich. Mann, Richie, ich könnte um 4 wieder hier sein, dann gucken wir uns die Mets an. Vergiss es. Schon, das wird lustig. Genau wie damals, erinnerst du dich dran? Wir holen Burger und trinken Bier und dann kotzen wir auf den Rasen, wie 86. Das hat Spaß gemacht. Ah, Ray ist hier. Also dann, 4 Uhr, ja? 4 Uhr auf dieser Couch. Okay? Also 4. Uhr dann. Okay, ich freue mich schon. Also 4, ja, 4. Also 4 auf der Couch, einverstanden. Was, 3 Leute sollen keinen Golf zusammenspielen können? Das ist doch kein Sex, oder wie sehe ich das? Ich bin kein Mitglied in dem Club. Ich hatte das Glück, 2 Gastkarten zu bekommen, deswegen. Darf ich offen zu Ihnen sein? In dem Moment, wo Doug und Sie zur Tür raus sind, wird meine Tochter mich wieder schlagen und einsperren. Okay, wissen Sie was? Sie können ja einfach mitkommen. Das wird schon irgendwie gehen. Sie sind ein guter Mensch, Randy. Wollen wir uns erst noch einen genehmigen? Nein, lass uns rausgehen und gleich anfangen. Oh! Das hatte ich nicht kommen sehen. Durch meinen Job bin ich ziemlich häufig in Umkleidekabinen. Man weiß nie, wann es einen trifft. Ja, aber das war eine harte Nummer. Der Anblick wird mich verfolgen. Hey, schüttel es ab. Schüttel es einfach ab. Das geht nicht. Das ist jetzt da drin. Hey, ich hatte Michael Jordan einen Monat da drin. Ich bin gleich wieder da. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich habe uns Golfbälle besorgt. Wo hast du die her? Von dem großen, weiten Feld mit dem Zaun außen. Das ist die Driving Range. Ja, die kamen auch alle ganz schön schnell hinter mir her. Ich glaube, ein paar von den Bastarden haben auf mich gezielt. Erledigt. Gentlemen, können wir jetzt Golf spielen? Showtime, na los, komm. Komm, Arthur. Oh Mann, wo kommt das denn her? Verdammt, heute Morgen schien die Sonne. Oh. Na, dann warten wir eben, bis es aufhört. Tja, geht nicht anders. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Sagen Sie, Ronnie, stehen Sie auf gute Kartentricks? Einfach zu schön, so ein freier Tag. Ich komme! Ich komme! Hallo. Hallo? Also, da bin ich. Aha. Ich bin natürlich zu früh dran, aber bei so einem Regen fahre ich nicht. Es sind mir viel zu viele Verrückte auf der Straße. Mein Mann lacht über mich, aber soll ich Ihnen was sagen? Er ist einer von den Verrückten. Entschuldigung, sollte ich Sie kennen? Oh, ich bin Raymonds Mutter. Ich bin hier, um ihn wieder mitzunehmen. Oh, das tut mir leid. Keiner hat was davon gesagt, dass Sie kommen würden. Die sind noch nicht wieder da. Aha, ich verstehe. Tja, offensichtlich haben Sie viel zu tun, Kind. Ich werde dann wohl draußen im Wagen warten. Eigentlich funktioniert die Heizung bei abgestelltem Motor. Mrs. Raymonds Mutter? Ja? Sie können auch gern hier drin warten, wenn Sie wollen. Mein Name ist Marie und das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Danke. Ich habe das Gefühl, es ist auch besser, nicht draußen zu warten. Die Gegend kommt mir nicht ganz sicher vor. Tja. Irgendeine Karte. Ganz egal. Normalerweise nimmt man immer eine Karte aus der Mitte. Na gut. Prima, jetzt gucken Sie sich die Karte an, merken Sie sich und stecken Sie wieder hinein. Irgendwohin. Nicht dahin.
Nicht dahin. Nicht dahin. Meine Güte, wohin dann? Irgendwohin. Okay. Nicht dahin. Huch, verflixt, Karo Bube, wie schade um dich. Toll, Sie haben eine faszinierende Illusion zerstört. Sind Sie stolz auf sich? Am Nachmittag gehen die Regenfälle allmählich zurück und es folgen teilweise Aufheiterungen mit Schatten. Hey, hast du das gehört? Es soll wieder schön werden. Wir können anfangen. Es schüttet doch wie aus Eimern. Schütten? Ach was, das nieselt höchstens noch. Ein nieselndes, ganz schwaches Schütteln. Lass uns warten, ja? Wahrscheinlich will dein Schwiegervater mich gleich noch in zwei Hälften sägen. Tja, weißt du, klar können wir warten. Aber in der Sekunde, wo der Regen aufhört, werden alle nach draußen stürzen. Das wird wie im Tollhaus, sag ich dir. Du hast recht. Ich hasse es, wenn mir alle beim Abschlagen zugucken. Ja, alle lauern sie drauf, dass du verschlägst. Danke, genau, du sagst es. Zur Hölle, dann tun wir es doch einfach. Wir golfen im Regen. Du willst ja, klar, wir sind doch keine Warmduscher, oder? Okay, dann gehen wir. Wir beide lieben doch das Abenteuer und den Kampf. Ja. Ich geh mal einen Regencape holen. Los, Arthur, komm, wir wollen anfangen. Oh nein, nicht bei Regen. Ich wurde zweimal vom Blitz getroffen. Vom zweiten Mal bin ich immer noch etwas verwirrt. Okay, dann bleiben Sie einfach hier und machen Sie es gemütlich. Die haben meine Kreditkarte. Und wenn Sie was wollen, schreiben Sie es auf meinen Namen. Oh, das ist sehr großzügig von Ihnen, Peter. Hast du alles? Ja, aber ich mache lieber vorher noch einen kleinen Boxenstopp. Ja, gute Idee. Erschrecken. Schon gut, ist okay. Kann ich Ihnen helfen? Könnte ich vielleicht einen kleinen Tee haben? Oh ja, natürlich. Danke. Ein bisschen dauert es. Ich baue nur schnell wieder den Herd zusammen. Oh nein, 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 nur keine Umstände. Es reicht auch ein kleines Glas Ginger Ale. Oh, ja klar. Ja, okay. Tja, offensichtlich haben wir sowas gar nicht. Aber vielleicht mache ich Ihnen ja mit einer verbeulten Dose Pfirsichsaft eine Freude. Nein, danke vielmals. Ich habe vielleicht noch einen Zitronenbonbon. Wissen Sie, es empfiehlt sich, immer so etwas im Haus zu haben, falls Besuch kommt, überraschend. Ich meine, das ist eine Grundregel. Ich verstehe. Danke für den Tipp. Oh nein, Kindchen, so doch nicht. Kurze, kleine Kreise. Kurz, klein und schnell. Und aus dem Ellenbogen heraus, ja? Geben Sie doch mal her, ich zeige es Ihnen. Sehen Sie? So leicht geht das. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Können Sie es mir nochmal sagen? Ja, natürlich. Okay, verstanden. Sehen Sie? Kurze, schnelle, kleine Kreise. So, jetzt Sie. So? Oh, nein, 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 nein. Gucken Sie sich's doch noch mal an, ja? Setzen Sie sich einfach dahin und schauen Sie zu, bis Sie es verstehen, ja? Na gut, wenn Sie es so wollen. Können Sie es sehen? Ja, 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 ja. Der Regen wird schlimmer, hä? Was? Der Regen hat ziemlich zugenommen. Tatsächlich? Bloß ein bisschen. Zu blöd, dass die im Club keinen Anzug und einer Größe hatten. Du denkst nicht, dass dir Medium passt? Nicht mehr, seit ich 11 war. Dann geht's los. Ich würde sagen, du fängst an. Wollen wir es wirklich tun? Ja, sind wir nun Kämpfer oder was? Ich bin ein Kämpfer, ich wollte es nur sagen. Also dann. Das sind mindestens 150 Meter. Ja. Oh, der Wind hat ihn. Na, vielleicht 100. Oder 70, was meinst du? Das sind locker 75. Und genau mitten im Fairway. Das war genial. Mann, das waren die besten 9 Löcher meines Lebens.
Wenn man es mal raus hat, die Kraft des Jetstreams zu nutzen, dann kommt man ganz schön weit. Hey, wenn das nicht mein Freund Tiger Woods und Tiger Woods nasser, fetter Freund ist. Arthur, was treibst du hier? Wo sind denn deine Sachen? Die sind alle noch hinten beim Reinigungsservice. Und dann dachte ich mir, nun bin ich sowieso schon nackt. Dann gönne ich mir noch eine Massage. Ich danke Ihnen. Sie sind so ein großzügiger Mensch. Ich dachte eigentlich an ein Sandwich. Sperr lieber schnell deine Kreditkarte. Ach, halb so wild. Komm, wir machen weiter. Ehrlich gesagt, Ray, es ist 4:30. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Was? Wieso willst du gehen, wo wir so einen Mordspaß hier haben? Ich weiß. Ich habe aber etwas Wichtiges, 4:00 zu erledigen. Was? Was ist so wichtig? Ich muss mit einem sehr guten Freund Fernsehen gucken. Du willst hier weg, um fernzusehen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gerade 38 gespielt. Das wird die Traumrunde meines Lebens. Ich weiß. Im Übrigen war es deine Idee. Du wolltest im Regen. Und diese Kämpfergeschichte. Jetzt bin ich ein Kämpfer. Und das ist dein Verdienst. Na gut, lass uns gehen. Auf in die grüne Hölle. Wuhu! Sehen Sie, wie ich's mache, Kindchen? Lange gerade Striche entgegen der Maserung. Das ist der Trick. Gegen die Masern, ist klar. Okay, Lehrling, jetzt dürfen Sie es versuchen. Ach, wissen Sie was? Ich versuche das dann nachher. Wieso setzen Sie sich nicht auf ein Schwätzchen? Kommen Sie. Na los doch, setzen Sie sich. Tja, Sie wohnen also auf Long Island. Gefällt's Ihnen? Es ist schön. Etwas weit weg von der City allerdings. Wissen Sie, hören Sie, Liebes, das Wachs wird hart, wenn es trocknet und Sie es nicht verreiben. Halb so schlimm. Das heißt also, dass Sie nicht sehr oft in die Stadt fahren. Nur hin und wieder mal. Wir gehen ins Theater und in Museen, aber... Bitte, Kindchen. Wenn es trocknet, kann das Holz auf Dauer beschädigt werden. Das kriege ich schon hin. Haben Sie Les Miserables gesehen? War das nicht schrecklich traurig? Ich werde das kurz fertig machen. So, du bist dran. Schlag ab. Okay, was nehmen wir denn da? Das Achtereisen, was meinst du? Ja, finde ich sehr gut. Hey, wo ist die Fahne geblieben? Ist sie das da hinten? Ja, da hinten ist sie. Und jetzt mach zu. Okay, fang an. Das Team muss ein bisschen höher. Ich will über den Bunker. Ja! Oh, Baby, flieg! Oh ja, korrekt. Dein Schlag, ja, Kumpel. Sofort. Okay, weiter. Der landet ja in Brooklyn. Ist egal. Nein, das geht so nicht. Den musst du nochmal abschlagen. Wenn es sein muss. Okay. Den hast du gegen den Wagen geschlagen. Der gilt auch nicht. Nochmal. Nein, mir los doch. Ray, ich will aber nicht. Niemand guckt zu. Alles klar, wie du willst. Da, alles klar? 1, 2 und 3, verdammt nochmal! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse mich! Du solltest mehr durchschwingen. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Zu Hause wartet ein Freund, den ich deinetwegen versetzt habe. Ich bin nass und friere. Und bestenfalls schaffe ich 100. Geschummelt natürlich. Wenn ich mich je wieder im Spiegel angucken will, dann muss ich nach Haus und sehen, was ich retten kann. Kannst du das verstehen? Nur noch 2 Löcher. Ich kann nicht! Dann geh doch, geh! Hey, und vergiss das alte Schlitzohr nicht! Verdammt! Oh, Doug. Du bist kein guter Mensch. Hey, Kumpel!
Hey, entschuldige die Verspätung. Ich war im Wettbüro und ich habe tierisch gewonnen. Dreierwette, Siegerwette, Tagesdoppelwette. Einfach unglaublich, Mann. Boom, $28. Augenblick, du warst die ganze Zeit im Wettbüro? Ja. Heißt das, die Worte 4 Uhr bedeuten dir nichts, du Idiot? Entschuldige. Naja, jeder macht mal Mist. Meine Güte, was haben wir denn da? Eine von Carries Freundinnen? Oh nein, nein, ich will nur meinen Sohn Raymond wieder abholen. Raymond? Hier war heute niemand, der Raymond heißt. Aber ich habe ihn doch selbst hier abgesetzt. Ah, Sie sind genauso verwirrt, wie Sie reizvoll sind. Könnte ich Sie zum Essen in meinen Club einladen? Dort liegt nämlich noch meine Kreditkarte.